Herzlich willkommen beim Irgendwas mit Immobilien Podcast. Dein Podcast zum Thema Immobilien und Investments. Ich hoffe, in der heutigen Folge erhältst du neue Sichtweisen und auch Denkanstöße. Also hör auch jetzt rein. Viel Spaß. Hallo, mein Name ist Christian Gottschling. Es ist die Folge 0 dieses neuen Podcasts. Ja, worum geht es hier? Der Name sagt ja schon, es geht um irgendwas mit Immobilien. Und wir haben eigentlich hier drei Kernthemen auf diesem Kanal. Es sind Immobilien, Immobilien und Immobilien. Wie es sich für die Folge 0 gehört, stelle ich mich erstmal vor, damit du weißt, wer dein Gastgeber ist und warum ich dir was zu Immobilien erzählen möchte. Also mein Name ist Christian Gottschling. Ich bin ansässig in Essen. Ich bin der Geschäftsführer von der Hausverwaltung. Neben der Hausverwaltung haben wir noch einen Betrieb, wo wir Vermietungen, Verpachtungen und Verkäufe regeln, also einen klassischen Maklerbetrieb. Darüber hinaus haben wir einen Hausmeisterservice. Das heißt, wir haben kleine Reparaturen, die wir selber durchführen. Wir machen Facelifts, nennen wir das. Das heißt, wenn wir ja Wohnungen, ich sag mal, vermietungsfähig oder sexy machen, das ist ja wie immer, ist am liebsten, wenn man eine Wohnung frisch gestrichen, am besten in weiß, vielleicht einen neuen Laminatboden oder Vinylboden reinlegt. Ja, Badezimmer, da ist halt immer, man kann mit vielen kleinen Sachen schnell einen positiven Eindruck herstellen. Ne? Mal eben das Porzellan austauschen, neue Armaturen rein. Wir hatten neues Waschbecken, neues WC, das ist nicht viel, was das an Investment kostet, aber hat im Gesamtbild halt doch schon einen anderen Eindruck. Das nennen wir halt also Fresh-Ups oder Faceliftings. Ja, darüber hinaus haben wir einen Reinigungsservice, das heißt also, wir reinigen noch insbesondere gerne die Objekte, die wir verwalten. Da geht es halt grundsätzlich um das Thema Treppenhausreinigung. Damit habe ich einen riesen Vorteil. Wir haben halt 52 Begehungen pro Jahr bei jeder Immobilie. Das heißt, es geht jede Woche ein Mitarbeiter von mir das komplette Treppenhaus von ganz unten bis nach ganz oben ab und sollte irgendwas nicht in Ordnung sein, sollten da Graffiti sein, sollten da irgendwelche Klingelanlagen beschädigt sein, das Licht kaputt, was halt immer so im Objekt passieren kann, kriegen wir in der Regel am selben Tag, spätestens am nächsten Tag, kriegen wir halt ein Feedback davon und erteilen direkt den Reparaturauftrag für uns selber aus, vergeben das oder halt mit dem Eigentümer Rücksprache. Ja, das sind so im Prinzip die Kerngebiete, die wir abdecken. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich bin selbst dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ja, nicht ganz. Ein bisschen ging es schon in die Richtung. Ich habe mir, ich glaube, mit 12, 13 überlegt, was ich halt machen möchte im Leben. Das ist halt immer so die Frage, die man sich in dem Alter stellt. Und ich hatte immer den Wunsch, mein Einkommen im Schlaf zu verdienen. So habe ich das, glaube ich, damals ausgedrückt. So kam ich halt auch immer noch das Thema Vermieter da sein, weil Vermieten einfach den Vorteil hat, ich kriege die Miete im Voraus. Das ist ja schon ein ungewöhnlich. Normalerweise muss ich ja eine Leistung erbringen, meine Arbeitskraft einbringen, eine Dienstleistung durchführen. Diese muss ich dann in Rechnung stellen und dann muss ich darauf warten, dass sie bezahlt wird. Das habe ich bei der Vermietung nicht. Vermietung zahle ich ja bis zum dritten Werktag die Miete im Voraus für den ganzen Monat. Und das, was noch total sexy dabei ist, ist, ich bin von meiner persönlichen Arbeitszeit losgelöst. Das heißt, ich muss nicht die 10 Stunden arbeiten, um 10 Stunden abzurechnen. Ich erwerbe eine Immobilie, vermiete die an eine Person und die zahlt ihre Miete, ob ich da bin oder nicht. Ob ich Schlaf oder nicht, ob ich gerade auf Mallorca bin oder nicht. Das ist komplett davon losgelöst. Klar, die Immobilie muss betrieben werden, die muss bewirtschaftet werden, die muss einen bestimmten Zustand haben, die muss sie auch erhalten. Gar keine Frage. Das jetzt gar nicht so weit im Detail durchgedacht. Einfach auf dem Grundsatz her, dass man sich von seiner Arbeitskraft, Arbeitsleistung und auch von seiner Arbeitszeit komplett loslöst. Das war so das, was mich damals schon sehr, sehr gepackt hat. Das war so die ersten Denkanstöße, wo es in die Richtung ging.
Ja, ich habe es auf jeden Fall aus den Augen verloren, habe dann angefangen ja, mit Ausbildung, Studium und Beruf und hatte dann ja, immer das Glück gehabt, dass ich in Unternehmen war, die halt immer zu viel Personal hatten und die wollten Stellen abbauen, Personal abbauen. Und wenn man dann halt sich schnell meldet, gibt es so ein Sprintergeld dabei. Und so habe ich dann meine erste Abfindung gekriegt und meine erste Immobilie erworben. Ja, mein erster Invest war, das war auch eine sehr spannende Geschichte. Ich habe mir eine Wohnung also Zwangsversteigerung gekauft, also ersteigert, ohne Besichtigung, nur nach Wertgutachten. Das Wertgutachten wurde auch ohne Besichtigung erstellt, weil er nicht reingelassen wurde. Also wirklich die Katze im Sack. Ja, ersteigert, Finanzierung durch, dann habe ich Zugang gekriegt. Ja, es war alles schlimmer, als ich das in allen Kalkulationen hatte. Die Bude war komplett runtergerockt. Da hatten vorher, ich weiß nicht, irgendeinen Katzenfeind drin gehaust mit, ich weiß nicht, wie viel Katzen gelebt haben müssten. Katzen, dieser Urin hat ja einen sehr eigenartigen Geruch. Natürlich noch voll möbliert, Teppichboden regelmäßig gehört, Couch, wo irgendwelche, nicht, irgendwelche Katzennester eingebaut hatten. Also Allgemeinzustand wirklich war unter aller Sau. Dann musst du noch vorstellen, Fenster. Es war Holzfenster eingebaut und du konntest zwischen fast jedem Fenster und der Fensterleibung, also zwischen Mauer und Fenster, immer die Hand durchstrecken. Also das meine Zwangsbelüftung im klassischen Sinne. Das heißt also nicht nur, dass das alles raus musste. Der Grundriss war total nachteilig. Das war eine 65 Quadratmeter Zimmer, Dreizimmerwohnung. Ich glaube, ein Zimmer hatte, glaube ich, 4,5 Quadrat oder sowas, mit, ich glaube, mit dem Fenster noch oder was. Aber das heißt, wir mussten also erstmal alles raus. Dann mussten neue Fensterball rein. Danach mussten wir den Grundriss anpassen. Damit wurde auch komplett die neue Elektroinstallation fällig. Alles an Wasser, Heizungen, Heizungsleitungen, alles komplett neu. Ich habe, glaube ich, damals eingeplant für die Sanierung, für den unbekannten Zustand, habe ich 30.000 Mark waren es damals noch. Das war in den 90er Jahren. Ich glaube, ich habe nachher etwas mehr als das Doppelte dafür ausgegeben. Ich glaube, ich bin nachher bei 64.000 Mark gelandet, für die ganzen Investitionen, die noch getätigt werden mussten. Ja, das war meine erste Lehre, dass es alles immer schlimmer kommt, als man sich vorstellt. Dann kam das zweite und das war dann so der entscheidende Moment dazu, ja, wo ich in meinem Leben einfach zum Investment getrieben wurde. Ich habe die Wohnung vermietet, erste Mieterin. Ja, wie es sich gehört, am Anfang natürlich alles ängstlich und ja, ist man sicher und wie auch immer. Im erweiterten Bekanntenkreis hatten wir eine, die suchte gerade eine Wohnung und ist auch eingezogen, lief alles ganz gut, bis sie, ich glaube nach einem halben Jahr oder so ungefähr, sagte, okay, jetzt muss sie aber dringend weg. Die hat bei einem Pferdisten gearbeitet, ich weiß gar nicht, ich glaube Kick oder sowas. Also auf jeden Fall ein Konzern, der halt ganz viele Filialen hat. Und sie hat halt, sie war irgendwie in der zweiten Reihe und hatte jetzt eine Chance, in die erste Reihe aufzusteigen. Aber dafür musste sie, ich glaube irgendwie eine Woche später oder 2 Wochen später in Dresden anfangen. So, Objekt ist in Essen, das heißt also, zum Pendeln, ja, nicht gerade praktikabel. Ja, und dann hat sie mich angerufen und gesagt, ja, die müssen jetzt kündigen. Und ja, Kündigungsfrist fände ich jetzt nicht so toll, weil sie muss ja irgendwie in 14 Tagen schon woanders sein und möchte jetzt auch nicht dann irgendwie noch, wenn der Kündigungsfrist der Miete zahlen. Und ja, Nachmieter suchen hat sie keine Zeit jetzt dafür, weil sie muss jetzt ja packen und dann halt schnell weg und so weiter. Ja, habe ich halt gerade euch nicht so cool finde. Und ich fände das schon cool, wenn man sich an Verträge hält und möchte sie ja auch oder wollte sie auch, wenn der Vertragslaufzeit. Nee, da wurde sie auf jeden Fall komisch und sagte, ja, pass auf, dann stelle ich dir erstmal komplett alle Zahlungen ein und dann kannst du erstmal gucken, dass du vor Gericht gehst und dann den Schlüssel überhaupt kriegst und so weiter und so fort. Hat also quasi, ja, war, wie es sich natürlich gehört, gut informiert, wusste also genau, dass das irgendwie ein halbes Jahr dauern könnte, bis man überhaupt erstmal einen Gerichtstermin kriegt. Und da muss man erstmal einen Titel erwirken und der muss zugestellt werden und vielleicht vergisst sie sich ja umzumelden und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt überlegt, ist ja doch gar nicht so witzig, so Investor zu sein und so also Vermieter zu sein, weil da kann dir schnell mal so ein Mieter, der einfach mal irgendwie seine Interessen mal durchdrückt, um das mal nett zu sagen,
ganz schnell mal den Spaß an der Immobilie verderben. Und ich habe das einfach mal nachgerechnet und ich glaube, dass ich bin davon ausgegangen, glaube ich, dass ich glaube 24 Monate keine Mieteinnahmen generiere und noch ungefähr irgendwie 5.000 Mark noch an Rechtsanwaltskosten und Verschreckungskosten kriege. Und damit war, glaube ich, die Rendite, glaube ich, für die nächsten, ich weiß gar nicht mehr, 22 Jahre oder was, war die komplett kaputt. Und ja, da ist ja doch nicht mehr so witzig, wie man sich ja vorgestellt hat und wie man das aus sich erhofft hat oder sich erdacht hatte, ist ja doch irgendwie blöd. So, und dann war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, das Ding ist einfach Mist und das ist nicht deins und du verkaufst das mit wie viel Verlust auch immer, aber weg damit, abschreiben und dann hast du das halt Lehrgeld bezahlt und weißt, okay, das ist nicht deine Welt. Das wäre Weg 1. Weg 2, du machst das richtig. Du kaufst bei jeder Gelegenheit Immobilien nach und sorgst dafür, dass wenn ein Mieter durchdreht, dir das ziemlich egal sein kann. Weil die Einnahmen, die da zwar nicht generiert werden, mit Sicherheit nicht schön sind und auch mit Sicherheit auch nicht oder vielleicht auch wehtun können, aber das muss so sein, dass sich das selber trägt und sich selber abfängt. Das heißt, vielleicht mal aus Versicherungssicht gesehen, meine eigene Versicherung bauen, meine eigene Mietausfallversicherung bauen. Ja, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, habe ich mich für Weg 2 entschieden. Das heißt, ich habe angefangen, bei jeder Gelegenheit zu kaufen, wie es nur ja, gerade passte. Mein Flaschenhals war immer der EK, bis ich halt dazu Lösungen gefunden habe. Wie gesagt, wie ich finanziere und wie ich mir das vorstelle, wie für mich eine perfekte Finanzierung aussieht, das stelle ich mal in der Spezialfolge mal vor, weil ich da mit meiner Bank einen wirklich sexy Weg gefunden habe, wie man möglichst EK-schonend arbeiten kann, wenn man es nachhaltig und dauerhaft macht. Aber wie gesagt, da komme ich auf einer späteren Folge mal darauf zurück. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen zu kaufen. Ich habe, glaube ich, innerhalb von 10 Jahren dann 50 Objekte zusammen gehabt. Ich glaube, müsste so 50 gewesen sein. Alles nur buy and hold. Ich habe bis heute noch keine einzige Immobilie verkauft. Ich habe immer nur gekauft. Ich weiß so also gar nicht, wie es ist, als Verkäufer zu unterschreiben im Kaufvertrag. Kann ich hier gar nicht sagen, was das Gefühl ist. Ich weiß noch nicht, wie es sich anfühlt, wenn der Kaufpreis auf einmal am Konto landet oder was. Alles noch nie gehabt im Leben. So kam ich auf jeden Fall zum Thema Immobilie und zum Immobilieninvestment. Ja, und mit 50 Objekten, kannst du dir ja vorstellen, habe ich halt viel mit Hausverwaltung zu tun gehabt, mit Dienstleistern und hatte immer Schwierigkeiten, das Richtige oder die Richtige zu finden. So kam ich halt immer auf den Punkt, wo ich dachte, okay, mach's halt selber. Anfangs natürlich mit Word und Excel, also wirklich komplett zu Fuß, IT zu Fuß gehabt, dann halt irgendwann angefangen mit einer Minijobberin, die halt für mich das Ganze mit dem Buchen gemacht hat, mit dem Zuarbeiten. Ja, und wie es halt kam, auch da ging es halt so ein bisschen wie ja, Jungfrau zum Kind, kam mal irgendwie an externe Aufträge dran, obwohl wir eigentlich niemals haben wollten. Wir haben ja nicht gesagt, wir managen unser eigenes und dann ist gut. Aber irgendwie kam halt ein paar Aufträge, wo man nicht Nein gesagt hat und Nein sagen konnte. Haben dann 2006, glaube ich, angefangen, auch mit externen Objekten zu arbeiten. Aber wie gesagt, niemals absichtlich eher ja, reingeschlindert, reingerutscht. Aktuell, jetzt haben wir Corona-Krise. Wir sind heute im März 2020. Wir haben aktuell, wie ich gerade schon sagte, eine Hausverwaltung, einen Makler. Ich habe jetzt aktuell 11 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei mir angestellt. Wir sind eine der führenden Hausverwaltungen im Ruhrgebiet geworden. Wir haben einen Immobilienbestand, wir verwalten von aktuell 4.500 Einheiten. Wir haben, ich glaube, über 2.700 zufriedene Kunden. Wir managen momentan regional gesehen, wenn wir vom Westen anfangen, unten sind wir in Köln, geht hoch bis nach Krefeld, dann geht es nach Osten rüber bis nach Mahl, wo wir ein großes Portfolio in der Vermietung haben, über Recklinghausen runter bis nach Dortmund, also deutlich mehr als das Ruhrgebiet selber. Wobei wir auch immer früher gesagt haben, wir machen keine externen, dann kamen die externen Objekte, dann haben wir gesagt, wir machen nur Essen.
Dann kamen die Objekte in Duisburg, Krefeld, Dortmund, Recklinghausen, Haltern, Köln. Ja, es kommt halt immer anders, als man sich vorstellt, als man sich plant. Und ehe man sich versieht, hat man halt 11 Mitarbeiter mit mehreren tausend Kunden. Ja, das vielleicht so kurz zu meiner Person. In den nächsten Folgen werde ich mit Sicherheit auch noch dazu mehr Details oder mehr Tiefe nochmal geben. Das war immer eine kurze Einführung, einfach nur als Folge 0, damit du einfach weißt, wer ich bin und warum ich halt zum Thema Immobilien halt einiges erzählen möchte. Ich hoffe, dir gefällt mein Podcast. Ich freue mich über jegliches Feedback. Wenn du Fragen hast oder Anregungen hast oder auch ein Thema hast, was du meinst, was nicht beleuchtet wurde oder nicht ausgehend oder tief genug beleuchtet wurde. Ich freue mich über jedes Feedback. Lass es gerne da und wir beantworten jedes Feedback persönlich und gehen auch gerne darauf ein. Von daher, ich freue mich auf die Kommentare und natürlich, ja, wenn du weiter folgst. Vielen Dank.